fish bone. Ich habe jetzt 30 Sekunden Zeit, habe ich gehört, die Amadeo-Antonio-Stiftung vorzustellen oder unsere Fachstelle Gender und Rechtsextremismus. Ich bin Judith Rahner und wir von der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus, wir beschäftigen uns seit mittlerweile über 10 Jahren mit dem Themenfeld Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus, Rechtsterrorismus im Zusammenhang mit Geschlecht und versuchen da in Zivilgesellschaft zu sensibilisieren, zivilgesellschaftliche Akteure zu sensibilisieren, für die Strategien aus diesen, naja, extrem rechten Kreisen, Szenen, Akteuren und so weiter. Und machen das mit einer ganzen Reihe von Beratungsangeboten, Workshops, Tagungen, die wir organisieren, Wissenschaftspraxistransfer, wo wir versuchen nochmal zu gucken, okay, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, was hat das eigentlich alles mit Geschlecht zu tun, wie diskriminieren Mädchen, wie diskriminieren Jungen, Sternchen, gibt es da eigentlich Unterschiede, das ist gerade eine aktuelle Studie, die wir veröffentlichen werden. Genau, und sind in diesen Themenfeldern unterwegs und haben zum Beispiel auch sowas wie diese Handreichung zur AfD gerade erstellt, also wie umgehen mit der AfD in verschiedenen Feldern, unser Beitrag eben dazu, wie sich die AfD zum Thema Geschlecht verhält, zu Frauen und zu Männlichkeiten. Wir haben eine Shitstorm-Broschüre produziert, die ihr vielleicht alle kennt, Ene Menemou und Raus bist du, flugkindliche Pädagogik und Rechtsextremismus, oder genau. Und die hat einen ziemlichen Shitstorm gekriegt und deswegen sind wir jetzt auch noch im Shitstorm-Management ziemlich bewandert und beraten da auch Institutionen, die eben auch ins Visier geraten und können das eben sozusagen alles wieder weiterhin nutzen, um andere Akteure da auf den Weg zu bringen, das machen wir auch. Und unsere letzte, eine der letzten Publikationen zu Antifeminismus gibt weitere in der Pipeline, sozusagen ist die mit den Gleichstellungsbeauftragten Bundesarbeitsgemeinschaft zusammen herausgegebene Broschüre Antifeminismus als Demokratiegefährdung, wo wir explizit danach gefragt haben, inwiefern sich antifeministische Bewegungen, Haltungen, Angriffe sich in der Praxis eigentlich niederschlagen und was können Gleichstellungsbeauftragte damit tun. Knapp 30 Sekunden, oder? Even. Ja. Even Sadi von Dessau. Hallihallo, ich bin hier für Dissens. Wir haben uns vor 30 Jahren gegründet als Organisation Dissens mit der herrschenden Männlichkeit. Das sagt auch so ein bisschen, womit wir uns am Anfang, also ich damals noch nicht, aber womit wir uns am Anfang viel befasst haben, nämlich Männlichkeitsanforderungen, Geschlechteranforderungen, aber bezogen auf junge Arbeit etc. Seit den späten 2000ern sind wir auch breiter aufgestellt im Feld Geschlechterverhältnisse und sexuelle und amoröse Vielfalt. Genau, wir haben so einen Ansatz, dass wir Forschungspraxiszirkel machen, das heißt, wir forschen, entwickeln Konzepte, vermitteln Pädagogik, Kenntnisse, Konzepte, wir publizieren dazu regelmäßig auch viel, das könnt ihr dann gleich euch genauer angucken. Wir haben einige Erfahrungen mit Antifeminismus, wir werden bezeichnet als Skandalverein, der das Ziel hat, Jungen ihr Geschlecht wegzunehmen oder überhaupt Geschlechtsidentität zu zerstören. Und unser Hauptziel ist natürlich die psychische Kastration der männlichen Bevölkerung, also nach der maskulinistischen Blogosphäre. Und wir sind tatsächlich, also auf unseren Social-Media-Auftritten und sowas, das nimmt kein Ende, was da an Angriffen kommt. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind weiterhin geschlechterreflektierte Pädagogik und Jugendarbeit, also als so zentrale Regelsysteme für Kinder und Jugendliche, Geschlecht- und Rechtsextremismus bzw. Neonazismusprävention, wo wir, glaube ich, relativ früh mit angefangen haben. Ganz viel machen wir aktuell zu Pädagogik zu und im Kontext von geschlechtlicher und sexueller und amoröser Vielfalt, wo wir stark auf die Qualifizierung von Fachkräften hinarbeiten. Wir haben Projekte zu Antifeminismus in sozialen Medien und sind gerade dabei, relativ grundlagenmäßig nochmal zu lernen, zu Diskriminierung Dinge zu entwickeln. Genau. Ihr könnt gerne dann die Publikation euch oben angucken. Ulrike Röhr. Dankeschön. Ich glaube, ich bin die Einzige hier, die das Thema Antifeminismus mit so einem anderen großen zurzeit Krisenthema verbindet, nämlich soziale Themen sind auch Krisenthemen, ist mir schon klar, nämlich dem Klimawandel.
Wir sind also ich arbeite seit 25, 30 Jahren vor allen Dingen zu den Gender-Aspekten im Energie- und Klimabereich, aber darüber hinaus auch im Nachhaltigkeits- und Umweltbereich. Wir haben auf internationaler Ebene und nicht in der Entwicklungszusammenarbeit, sondern bei den Klimaverhandlungen angefangen zu netzwerken und ein Netzwerk zu gründen, nämlich Gender CC. Das CC steht für Climate Change, Women for Climate Justice. Es hat einen Grund, warum das einmal Gender und dann Women heißt. Das kann ich nachher, wen es interessiert, erklären. Und haben den verfolgen das Ziel, eine geschlechtergerechte und wirkungsvolle Klimapolitik einzutreten. Und da genau geraten wir ins Visier von den Antifeministinnen und Antifeministen und Ihnen und Klimaleugnerinnen in der Kombination, also nicht nur additiv, sondern die wirklich sich potenzieren dann sozusagen, indem sie es beide aufgreifen und drunter machen. Das ist nicht erst, ich bin jetzt gar nicht weitergegangen, das ist nicht erst seit gestern Thema, auch nicht erst in den letzten 5 Jahren. Also ich habe mal so überlegt, wann ich so die ersten Hate-Mails gekriegt habe, weil das war während der Klimakonferenz in Montreal, die war 2005, also ist knapp 15 Jahre her. Aber es hat sich deutlich verschärft und das spüren jetzt zum Beispiel auch die Fridays for Future, die ja ein sehr weibliches Gesicht haben, mit zumindest in der Öffentlichkeit mit 70% Frauenbeteiligung und alles in Deutschland, fast alle Sprecherinnen weiblich, die auf Todeslisten der Rechten stehen und so weiter. Also das geht so richtig, richtig ab jetzt. Die Frage für mich, die ich auch gerne nachher nochmal ein bisschen vertiefen würde, wer sind eigentlich unsere Verbündeten? Traditionell natürlich wären das die Umweltverbände und die grünen Parteien, Linke, Grüne und so weiter. Aber sind die das in dem Bereich noch, ist die Frage. Also die Umweltverbände distanzieren sich dann auch sehr schnell von Gender, weil die Grünen distanzieren sich nicht so. Aber auf der anderen Seite nehmen wir wahr, und nochmal kurz die Verbindung zu der katholischen Kirche, wenn die ihre Enzyklika Laudato Si, das ist die zu Klimawandel, die gehypt wird von Entwicklungsumweltverbänden allen, als die antikapitalistische Enzyklika des Papstes, ohne zu sehen, dass da Verbot von Kontrazeptiva, Verbot von Abtreibung, Antifeminismus-Kampagnen auch mit drinstehen. Und das ist dann immer die Frage, wie geht man jetzt eigentlich damit um und wie gehen die Verbände und unsere natürlichen Verbündeten damit um? Dankeschön. Als nächstes habe ich die Pro Familia. Entschuldigung, jetzt war ich zu schnell. Hier drauf. Ja, hallo, Ula Nani Kirmanidis. Ich vertrete heute den Landesverband NRW. Ich selber arbeite in Köln als Sexualpädagogin. Und ja, die Pro Familia ist bundesweit, jetzt habe ich nur NRW genannt, aber bundesweit vertreten und ist eine NGO, die in den Bereichen, Sexualität und Partnerschaft, Schwangerschaft und Familienplanung und Sexualpädagogik und Aufklärung tätig ist. Dieses Pro Familia setzt sich ein für die reproduktiven und sexuellen Rechte. Schon seit vielen Jahren, muss man dazu sagen. In den 50ern hat es schon angefangen. Und genau, in den Beratungsstellen sind professionelle Teams und die bestehen aus Ärztinnen, Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen und wir bieten eben kostenlose und anonyme Beratung in 32 Stellen an in NRW. Genau. Michael Drogan-Struth, du hast schon gesehen, dass du hier bist. Ja, schönen Dank, dass ich hier sein kann. Da Claudia Wallner leider krank ist, habe ich das Kunden alleine. Wir sind vom Projekt Mein Testgelände und Mein Testgelände ist ein Online-Gender-Magazin, wo Jugendliche aus ganz Deutschland im Netz zu Geschlechterfragestellungen beziehen können. Das gibt es jetzt seit im 6. Jahr mittlerweile. Wir haben um die 700 Beiträge auf unserer Homepage, meintestgelände.de, sehr unterschiedliche Sachen, wo sowohl Poetry Slams wie auch Filme, Videos, Raps,
Texte und Theaterstücke und anderes zu sehen ist. Das sind alles Beiträge, wo Jugendliche Geschlechterfragen als so wichtig empfunden haben, dass sie die damit in die Öffentlichkeit gebracht haben. Das sind keine pädagogischen Beiträge. Vielleicht haben wir drei von ungefähr 700, die pädagogisch motiviert sind. Alle anderen sind Beiträge, die die Jugendlichen selber sozusagen motiviert eingebracht haben. Das ist von daher ein, ich nenne das böse Wort mal, authentisches Material, weil es tatsächlich eigenmotiviert ist. Und man kann sich vorstellen, dass Jugendliche, die zu Geschlechterfragen was zu sagen haben, vor allen Dingen das dann machen, wenn sie davon nicht besonders profitieren, sondern wenn sie Diskriminierungserfahrungen machen. Das sind Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Geschlecht als Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, aufgrund von sexueller Orientierung, aufgrund von Lebensweisen, aufgrund von aber auch Rassismuserfahrungen, die in Verbindung mit Geschlecht stehen und so weiter und so fort. Wir haben eine ganze Vielzahl von Äußerungen von Jugendlichen dabei. Wir bewegen uns viel auch im Bereich von Social Media, was das Projekt insgesamt angeht. Und darüber haben wir auch tatsächlich einiges an antifeministischer Hetze erfahren in den letzten Jahren, an Hate Speech und so weiter. Wir haben eine Reihe von Gegenmaßnahmen getroffen. Wir sind trotzdem relativ erfolgreich in der Öffentlichkeit, sind aber sehr eingeschränkt, was sozusagen zum Beispiel Kommentierungsfunktionen und so weiter darstellen. Dazu nachher nochmal im Workshop mehr, aber jetzt in Vorstellung des Projektes kann ich dann einfach nochmal ein bisschen erzählen oder auch möglicherweise zeigen, was wir sonst noch machen. Genau, die Koordinations- und Forschungsstelle des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Heike Maurer. Danke, Maurer. Maurer, Entschuldigung. Alles gut. Ja genau, ich bin Heike Maurer, ich arbeite an der Koordinations- und Forschungsstelle des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW. Das ist ein sehr langer Name, weil es eben zum einen das Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW gibt. Das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die im Bereich Frauen- und Geschlechterforschung forschen, aus der Frauenhochschulbewegung stammt und schon seit Mitte der 80er Jahren institutionalisiert ist. Eine der Pionierinnen ist ja auch da mit Ilse Lenz und hat gestern ja schon berichtet. Von den wissenschaftlichen Aspekten, die Koordinations- und Forschungsstelle ist eben eine Koordinations- und Forschungsstelle. Wir haben drei Aufgaben, denen wir nachkommen. Vor allem das eine ist die Vernetzung, das andere ist die Wissenschaftskommunikation. Wir bespielen da verschiedene Kanäle. Wir haben seit letztem Jahr den Blog Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Wir geben eine Buchreihe, die Zeitschrift Gender heraus und wir sind auch auf Twitter präsent. Und die letzte Säule, also Vernetzung, Wissenschaftskommunikation, die letzte Säule ist Hochschul- und Gleichstellungsforschung. Da ist immer unser Schwerpunkt der Gender Report. Der nächste wird in den nächsten Tagen erscheinen, der Gender Report 2019 zum Gender Pay Gap an den Hochschulen. Das wird sehr spannend, auch wenn es nicht, könnte man diskutieren, was es mit Antifeminismus zu tun hat. Seit letztem Jahr haben wir auch eine AG gegen Antifeminismus innerhalb des Netzwerks und versuchen da uns eben zu überlegen, inwieweit, ja, was ist das Spezifische im Bereich der Hochschule. Wir müssen oder wir können irgendwie von uns aus sagen, dass wir relativ wenig aktuell mit antifeministischen Angriffen jetzt von, also ich spreche jetzt nur von der Koordinationsstelle, da haben wir, sind wir bislang kaum betroffen, weder auf Social Media noch mit dem, was wir sonst so machen. Anders war das bei diesem Hashtag bzw. dem Wissenschaftstag for Gender Studies, der jetzt auch wieder ansteht. Da sind wir gespannt, was dieses Mal auf uns zukommt. Vielleicht sind wir auch besser vorbereitet. Das ist auch deins, ja. Dag Schöpfer vom Bundesforum Männer. Ja, vielen Dank, hier sein zu dürfen.
Man sieht ein bisschen, was wir sind an der Wand. Also es ist ein Dachverband, den ich hier repräsentiere mit der Geschäftsstelle in Berlin. 2010 gegründet, mit dem Ziel, nach innen gerichtet, eine Vernetzung von Akteuren aus dem Feld einer gleichstellungsorientierten Politik für junge Männer und Väter anliegen. Auch klar in dem Bewusstsein, dass man eine Abgrenzung von scharf antifeministischer Seite damit bezweckt. Also eine Mischung aus Bollwerksfunktion und gleichzeitig Einbindung. Ein bisschen ist ein Selbstverständnis wie bei einer Volkspartei, also ein buntes Gemisch an Organisationen mit Kulturen und Themen, die halt von großen Playern wie dem DGB reichen, bis hin zu ganz kleinen Organisationen, die sich beispielsweise um Kontaktpflege von weit auseinanderlebenden getrennten Eltern kümmern, dass es auf halbem Wege in Kitas oder so Begegnungsräume gibt, um das mal so aufzuspannen. Thematisch ist es auch bunt aufgestellt, das zeigt da schon dieses Rundthemenfeld Arbeit. Steht ganz oben, da geht es um Equal Pay, geht es um Vereinbarkeitsfragen, geht es um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und Kinder und Beruf und so weiter. Da setzen wir uns in verschiedenen Gremien und Netzwerken ein, dort die Perspektive auch auf die Frage von, welche Rolle haben da drin Männer oder Männlichkeiten eigentlich. Und das geht so weiter, Vaterschaft, Gewalt als Täterperspektive, als Opferperspektive in den Blick zu nehmen, die jungen Thematik von der Kita bis zum Berufseinstieg hin, sich genauer anzuschauen. Wir freuen uns, dass die Initiative Klischeefrei auch sozusagen in der Mitgliedschaft getragen wird. Michael Drogan-Stut ist sozusagen auch im Dunstkreis des Bundesforums unterwegs und die Kollegen von Dissens, was ein Gründungsmitglied ist, was uns sehr freut, dass es einfach so bunt und vielfältig ist. Letzten Punkt, den ich noch machen will, ist kurz das Fluchtthema. 2015 sehr groß geworden. Wir haben 3 Jahre ein Projekt gehabt zur Arbeit, geschlechterreflektierten Arbeit mit geflüchteten Männern. Das ist jetzt leider nicht weiter gefördert worden und wir sind sozusagen mit in diesem Demokratie-Leben-Problematik, die hier viele im Raum wahrscheinlich kennen, mit drin, weil uns war es ein wichtiges Ansinnen. So habe ich mich vorhin über diese Folie gefreut, über diese Integrationsmaßnahmen. Genau dort kritisch reinzugehen und zu sagen, was brauchen eigentlich geflüchtete Männer in ihrer hochprekären Situation in Massenunterkünften, was brauchen junge Männer, die 17 waren und dann in der Jugendunterkunft sind und dann 18 werden und dann in die Massenunterkünfte zurück müssen und so weiter. Und was passiert da eigentlich mit ihnen und ihren Selbstbildern, daran konstruktiv zu arbeiten. Das geht jetzt leider erstmal nicht weiter. Genau, damit mein Schluss war viel länger als 30 Sekunden, sorry. Genau, der Bundesverband Mobile Beratung. Langsam, so viel Zeit ist. Katharina Effe. Hallo. Genau, ja, kein Problem. Genau, der Bundesverband Mobile Beratung und ganz konkret, ich glaube, hier sieht man das besser, ne, für die Arbeitsgruppe Antifeminismus, weil, ich mache einmal weiter, in mobiler Beratung gegen Rechtsextremismus geht es um Zivilgesellschaftsberatung, der Ansatz ist vielleicht einigen bekannt und es gibt einige Mitglieder als Teams, die schon bereits im Themenfeld Antifeminismus beraten, aber es gehört nicht zu einem der Top-Themen in unserer Auseinandersetzung im Moment. Und wir haben uns ungefähr Anfang des Jahres dazu entschlossen, dazu eine Arbeitsgruppe zu gründen. Genau, sind also gar nicht wie viele andere hier schon jahrelang im Themenfeld unterwegs und haben total viel Ahnung, sondern sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen und von euren und ihren Erfahrungen zu lernen und uns selbst zu vernetzen und vielleicht nur. Genau, es geht im Ziel unseres Beratungsansatzes um die Stärkung einer menschenrechtsorientierten und demokratischen Kultur im Sozialraum, um die Festsetzung von extremen rechten Strukturen schwieriger zu machen oder gar zu verhindern. Und wir glauben, dass dafür eine feministische Perspektive und ja, das auf dem Plan haben von antifeministischen Akteuren in der extremen Rechten und in der Gesamtgesellschaft oder Mehrheitsgesellschaft sehr wichtig ist. Genau, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Jetzt kommt, alles gut, der Name ist lang. Von der Landesstelle, Landeskoordinierungsstelle, ach nein, Entschuldigung. Ja, genau, da ist nämlich nur das Akronym drauf, aus gutem Grund. Also es ist die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten in Hochschulen und Universitätskliniker in NRW. Das heißt, wir machen der POFO durchaus Konkurrenz. Genau, wir sind der Zusammenschluss der Gleichstellungsbeauftragten, setzen uns natürlich dann entsprechend für die Vernetzung und auch für die politische Interessenvertretung ein. Antifeminismus ist gerade
Beauftragte Gleichstellungsbüro irgendwie immer so eine gern, also so ein Entladungspunkt für antifeministische Meinungen. Insofern kommt das täglich vor auf allen Ebenen. Genau, und dann sollte ich noch sagen, wozu wir ansprechbar sind, gerne Gleichstellung an Hochschulen, Förderungen, Maßnahmen, weibliche Karrierewege. Genau. Gut. Gibt es noch eine Organisation, die im Laufe der Zeit... Ja, Entschuldigung, natürlich. Das liegt an dem Imagefilm. Genau, den haben wir, genau. Ja, genau. Von der FOMA ist heute der Biroll hier, ne? Der Mertusch. Hallo zusammen. Wir wollten eigentlich erstmal einen Imagefilm reinblenden, aber das haben wir jetzt gekippt. Und ich berichte ein bisschen was. Also ich bin von der FOMA-Fachstelle Gender und Diversität NRW. Mit Sitz in Essen und wir sind im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs. Ursprünglich kommen wir aus dem Bereich der Mädchenarbeit. Seit 96 gibt es FUMA e.V. und haben uns aus dieser Perspektive weiterentwickelt. Jungenarbeit kam im Laufe der Zeit hinzu. Seit 2005 ist die FUMA-Fachstelle Gender NRW entstanden. Und im letzten Jahr haben wir quasi auch in dem Titel die Weiterentwicklung durchgeführt, indem wir eben und Diversität beigefügt haben, weil wir aus der Gender-Perspektive eben intersektional mit verschiedenen Differenzlinien fokussiert, schon auf Race und Ethnicity in dem Zusammenhang aus der etwas geschichtlichen Perspektive heraus quasi eingehen. Und ja, also wir verknüpfen auch sogenannte analoge und digitale Elemente verstärkt und in dem Zugang machen wir tatsächlich krasse Erfahrungen, auch antifeministisch in dem Zusammenhang, also unter anderem haben wir Erklärvideos, die im Netz sind, also Social Media spielt da doch eine gehörige Rolle und aber auch ein Imagefilm, den wir rausgebracht haben und da gibt es echt extrem krasse Andockpunkte und Hate Speech in dem Sinne und ja, das ist so unser Thema in dem Falle und oben haben wir eben Materialien mit dabei und falls ihr Fragen zu Weiterbildung, Fortbildung, Fachtagungsthemen und so weiter habt, könnt ihr gleich gerne vorbeischauen. Danke euch. Ja, die LHG Lesben. Ich habe schon mal. Genau. Angelika Voss aus dem Vorstand der LHG Lesben. Hallo, ich bin von der Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW. Wir sind ein Zusammenschluss von Vereinen und Initiativen unterschiedlichster Größe, reine kleine Lesbenvereine bis hin zum LSVD. Wir sorgen für die Vernetzung und den Austausch dieser Gruppen. Wir sind momentan mit 48, 50 Gruppen vertreten. Wir sind darüber hinaus Trägerin der Landeskampagne Anders und Gleich, die sich besonders an die breite Bevölkerung wendet, zum Erklären, welche Begrifflichkeiten gibt es, welche Unterschiede gibt es, um ein bisschen Verständnis zu wecken in der allgemeinen Bevölkerung. Wir haben jetzt neu aufgesetzt, das geht in die Richtung, wer ist hier nicht vertreten, ein Projekt zum Thema homosexuell und behindert. Das fängt an in Bielefeld mit einer Datenerhebung zu diesem Thema und wird dann auch nächstes Jahr in einen größeren Fachtag zu dem Thema dann weiterentwickelt. So, das in Kürze. Gibt es noch jemanden, die oder der noch was sagen möchte? Ja? Ich habe nichts eingereicht, deswegen. Ich heiße Laura Klebers, ich habe 2014 Feminismus im Pott gegründet. Wir sind ein feministisches Kollektiv aus dem Ruhrgebiet und arbeiten online wie offline und verstehen uns als queerfeministisch und intersektional und sind aufgrund unserer Thematik oder Themensetzung deswegen auch antifeministischen Anfeindungen auf verschiedenen Ebenen ausgesetzt. Aber dazu werde ich dann gleich in dem ersten Workshop auch nochmal mehr erzählen aus der Praxis. Ja, zeig doch mal. Richtig, ja, also auch etwas unvorbereitet, aber ich bin hier für den Vorstand der Fachgesellschaft Geschlechterforschung. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit der wissenschaftspolitischen Seite eben auch des Antigenderismus, natürlich den Auseinandersetzungen an den Universitäten. Wir sind der
Verband, der viele werden uns hoffentlich erkennen, auch eben der wissenschaftlich Beschäftigten mit der Frage Geschlechterforschung, sowohl in den Gender Studies direkt als auch eben in den anderen Fächern. Es gibt ja eben eine kleine Auseinandersetzung, die eben nicht zu klären ist und nicht geklärt werden soll, ist eben Geschlechterforschung eigentlich eine Disziplin oder nicht. Allerdings sind wir natürlich vor allen Dingen auch beschäftigt mit der Frage, ist Gender Studies eine Wissenschaft? Davon das umzusetzen und stark zu machen, dafür stehen wir natürlich auch in der Auseinandersetzung mit dem Antigenderismus. Stefan Trickhaus, Entschuldigung. Noch jemand? Okay, dann sage ich noch ganz kurz was zum Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. Wir sind ein Zusammenschluss, den gibt es jetzt 20 Jahre fast, ne, oder so. Und wir befassen uns sowohl mit Möglichkeiten, praktisch zu arbeiten mit diesem Themenfeld, als auch wissenschaftlich. Und wir haben gemerkt, dass wir uns auch deutlich mehr positionieren müssen. Wir sind auch Mitglied des Bundesforum Männer, kann ich sagen. Und ich habe mich jetzt vor allem gemeldet, weil wir auch im Mai eine Tagung machen werden in Berlin zu dem Thema Arbeitsrechte Männlichkeiten. Und das ist ein Thema für uns, wo wir auch nochmal genauer hingucken wollen und welche Integrationen oder welche Anregungen, welches Empowerment können wir auch für die praktischen Auseinandersetzungen, aber auch für die Wissenschaft damit nehmen. Soweit. Sehr schön. Das war... Da gab es ja auch schon Nachfragen in diese Richtung im Workshop gestern, da quasi Antworten auf diese Fragen werden gesucht. Da gab es noch was. Genau. Auf jeden Fall wollte ich einfach sagen, dass ich auch hier bin als Mitfrau des Feministischen Frauengesundheitszentrums in Stuttgart. Also das ist jetzt nicht NRW, aber wir sind ein Verein, den es eigentlich schon sehr lange gibt und der dann lange Zeit irgendwie immer kleiner geworden ist und in den letzten 3 Jahren aber so einen richtigen Aufwind bekommen hat, weil es einen Aufruf gab und viele junge, neue Mitfrauen dazugekommen sind. Und wir machen quasi einmal die Woche einen Tender Tuesday, heißt das, wo jede Mitfrau und auch Referentin von außen kommen können, um zu einem bestimmten Thema zu sprechen. Der ist sehr, sehr beliebt in Stuttgart. Also wir haben da immer, es ist auch ein sehr schöner, geschützter Raum. Also da sind, wir haben, also quasi, es ist so eine Möglichkeit zu gucken, wie jetzt nicht auf einer wissenschaftlichen oder sozialarbeiterischen Ebene mit dem Thema umgegangen werden kann, sondern quasi so aus der Bevölkerung heraus und wie das bei uns funktioniert. Wir machen auch 2-mal im Jahr eine große Party in Stuttgart. Und genau, wenn jemand Lust hat, sich mit uns zu vernetzen, dann kommt auf mich zu. Das funktioniert doch. Das ist toll, mal zu sehen, was halt, wer so hier sitzt und was alle so machen und wie viel das auch wirklich ist.